mach's mir doch nicht so schwer. Schau, ich habe den Mann auch noch nie gesehen. Ich habe ein paar Briefe mit ihm gewechselt. Und im Grunde habe ich ihn nur deshalb hier gleich eingeladen, damit du ihn kennenlernst. Und er dich, wenn du mir vor 5 Jahren erzählt hätte, dass ich auf eine Heiratsanzeige antworte. Du musst mich schon durch. Ja, dann kann ich irgendwo mitkommen und du sitzt da wie ein Wörtskopf. Ich stelle mich jetzt hier an den Tisch und ich mache auf. Du sollst mich jetzt hier an den Tisch stellen. Oh Gott, hat er sich nicht da bloß eingelassen? Ich warne dich, wenn du dich jetzt schlecht benimmst. Tja, ich hab den Eindruck. Ihre Tochter ist nicht nur forsch, sie ist auch verstockt. Das ist ja direkt beleidigend für mich. Ich gehe aus meiner gewohnten Umgebung raus, ja, Sie haben es nun. Sie sitzen hier in der alten vier Wände. Sie sitzen hier in der Begründung und werden die Wände. Ich habe das Gefühl, ich ersticke. Ich weiß gar nicht, wenn der Tag mit mich dafür rufen hat. Ich habe mich nun hier in einer Durchschnittsbeleidigung, also wo nimmt das Kind dazu? Ja, ich hab's ja auch mitgesagt, ich hierher komme, ich hab's doch daheim viel Probleme, ich krieg mein Essen hingestellt, ich hab meine gewohnte Ordnung und ich muss mich nicht über ungezogenes Kind ärgern. Seid ihr ungezogenes Kind? Na, das ist sie doch wohl, oder? Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Herr Schmidt. Ich hab Sie gleich erkannt im Vorgelag, kommen Sie doch wieder rein. Wie war es denn? Ich hab da was mitgebracht. Wenn Sie Platz nehmen möchten. Ja. Ich wollte gleich mal rein, ja? Schön. Setzen Sie sich doch, ich hole eine Vase. Okay. Ich setze mich da. So. Und du bist also die Steffi. Warum werden Sie denn meine Mutter heiraten? So, bin ich wieder. Ja, ja. Ich habe Kaffee gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hätten Sie Tee vorgezogen. Der Kaffee ist gerade richtig. Na, Steffi, ich bedanke mich dann, dass du da bist. Ich auch. Ich weiß nicht, was Sie hier erwarten. Sie kommen wildfremd hierher und denken, wo die Steffi fällt Ihnen gleich um den Hals. Ja, was glauben Sie denn, wie mir es geht? Ich bin gestern schon angereist, habe ihn dorthin übernachtet, damit ich mich heute Morgen auch ja frisch machen kann, damit ich mit Ruhe zu Mittag essen kann. Bin den Weg dreimal abgefahren, damit ich ja auch pünktlich und rechtzeitig hier bin. Ja, glauben Sie, ich habe keine Angst. Ich hoffe, Sie sind gut hergekommen. Och, es war echt problemlos, ohne Beschreibung. Ja, da war ein bisschen in Sorge. Wir dachten so, wenn Sie von außerhalb kommen, dann ist es doch etwas schwierig hier. Ja, doch, es war echt problemlos. So gut beschrieben, wie ich das eigentlich keine Schwierigkeit gab. Das ist schön. Was darf ich Ihnen jetzt geben? Tja, vielleicht ein Stück Kuchen. Ja, gerne. Den haben Sie doch selbst gebacken. Ja, ich packe einen kleinen Kuchen. Ah ja. Sieht auch echt lecker aus. Steffi, machst du? Ich möchte von dir. Steffi? Ich freue mich jedenfalls, dass wir Sie jetzt kennenlernen. Ja. Ich freue mich eigentlich auch. Darf ich hier? Oh, Entschuldigung. Wird es doch keine Ursache. Ich vergesse mal, weil ich kenne mich. Okay. Ja, aber du bist eigentlich. Was hast du gemeint? Sie haben gesagt, dass ich dich nur eigentlich stelle. Wo denn? Ich hoffe,
Sie haben das mich auch so missverstanden. Nein, nein, nein. Nehmen Sie es an, ne? Oh ja, danke. Es gibt so viel zu sagen. Ich hoffe, Sie fanden es nicht so ungewöhnlich, nach Buchern geschickt auspacken, Steffi. Ich meine, ich war etwas unsicher, ob das vielleicht zu ungewöhnlich ist oder zu andermal weiß, dass ich Sie mir gleiche Lehre gegeben habe. Denn eigentlich wäre es vielleicht vernünftiger gewesen, hätten uns erstmal in der Stadt. Ja, ich fand es eigentlich auch recht ungewöhnlich. Aber ich habe mich mit meiner Hauswirtin gesprochen und die fand es eigentlich sehr gut. Denn letztlich ist ja ihre Tochter ja auch mit betroffen. Gleich sie, wie soll ich sagen, Schokolade, schön. Naja, Süßigkeiten sind heutzutage nicht nur sowas Besonderes. Steffi, ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst nicht flüstern, wenn noch jemand im Raum ist. Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber man kann den Kindern hundertmal was sagen, sie machen es doch immer wieder. Schau mal, Steffi, der Herr Schmitz, der denkt jetzt, er hat jetzt was über ihn gesagt und es ist doch nicht so angenehm. Hab ich ja auch. Und was hast du gesagt? Sie waren beide im Café. Tja, das ist wohl so eine Angewohnheit von dir. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht bald so verärgert über die Umgangsform meiner Tochter. Tja, wir sind ein bisschen forsch. Ich habe Ihnen ja geschrieben, dass es da ein Problem gibt und dass die Steffi so ablehnend ist. Ja, ja, das liegt wohl in der Natur der Sache. Ja, ich selbst, meine verschiedene Frau und ich, wir hatten ja keine Kinder. Und von daher gesehen habe ich auch keine so große Beziehung zu Kindern. Und dann gleich so eine große Tochter. Das tut mir halt auch seine Sorgerei. Ja, also ich habe auch schon freundliche Kinder gesehen. Und ich habe freundliche Kinder. Oh, das war ein Kopf. Steffi, ich finde eigentlich, du könntest dich jetzt auch mal ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen freundlicher sein. Ja, Mist, muss das stimmen. Weil ich finde, wir alle geben uns Mühe und der Herr Schmidt ist hierher gekommen und er gibt sich Mühe und da könntest du dich auch ein bisschen bemühen. Persönlich. Darf ich Ihnen noch eine Tasse Kaffee einschenken? Nein, danke.